Hallo, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer DJ Dream und heiße euch hier herzlich willkommen auf dem Devblog von War Thunder. Ja, was ihr hier seht, ist ein wunderschönes Bild. Es sieht einfach schön aus. Idyllisch, harmonisch. Besser kann man es einfach nicht ansagen. Es ist einfach schön. Ja, es ist eine neue Karte für uns Kapitäne, für unsere ganzen Schiffskapitänstruppen. Eine neue Karte. Ja, ein wunderschöner Ort. Der Entspannung, der Ruhe, ja, Spaß. Entspannung und Ruhe. Sobald wir mit unseren Zerstörern und Schlachtschiffen, ah nee, Schlachtschiffen nicht, aber Kreuzern da über die Bahn, über das Wasser hier schippern wie die Verrückten, ist das hier noch ein heilloses Gemetzel. Mehr ist das dann auch nicht mehr. Ja, wunderschöne Karte. Ich zeige euch auch gleich mehr. Es gibt noch etwas anderes. Es betrifft, ja, sieht ein bisschen komisch aus. Es betrifft die Kampfgruppen. Ja, es kommt eine Verbesserung rein. Eine sehr interessante. Vor einiger Zeit wurde was geleakt. Und ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, das ist bestimmt wieder nur Fantasie von irgendeinem Spieler, der das gerne hätte. Aber nun ja, da kommt tatsächlich so einiges. Aber gehen wir jetzt erstmal zur wunderschönen Insel. Ja, guckt sie euch an. Koralleninsel. Wunderschön. Können wir auch selber bewegen. Seht euch das an. Uah. Vor allem, das sieht so groß aus. Also, das ist ein Flugfeld. Vielleicht können wir da landen und nachladen und tanken und schlag mich tot, ne? Wer weiß. Aber wunderschön. Kann ich eigentlich zoomen? Oh, wir können zoomen, wir können zoomen. Ist das geil. Oh, da hinten brennt was. Also, riesige, mega fette Karte. Es ist Hammer. Gucken. Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott. Ey, die ist riesig. Wie viel Hektar haben wir denn da? Oh, das wäre ja geil, wenn wir jetzt endlich mal so eine richtig große Karte kriegen. Okay, dann dauern die Schlachten etwas länger. Aber das sieht doch einfach mal nice aus. Ne? Und das im Pazifik. Auf einen dieser Inseln einfach mal Klappstuhl auspacken. Ein kühles Bier und einfach die Sonne genießen und entspannen. Ja, Träume werden nicht wahr. Nicht dieser. Sieht aber nice aus, muss man echt sagen. Ja, ist was für die Kreuzer, ist was für die Zerstörer. Hier steht ja so ein schöner Text drin, also, ne? Ihr könnt ja auch aggressive Manöver machen mit euren Torpedoschiffen und Co. Also, sieht echt nice aus. Es ist wow. Leider steht hier nicht drin, wie groß die Karte wirklich ist. Wir sehen nur das hier. Seht ihr das? Das ist riesig. Ich schätze mal, hier wird A vorhanden sein in der Mitte. Irgendwie A oder B oder irgendeine andere. Ne? Auf jeden Fall wird hier auf jeden Fall der große Kampf zwischen den Torpedoschiffen, Gunboats, Patrouillenschiffen, Flakfähren und stattfinden. Und außerhalb duellieren sich halt ja, Kreuzer, Zerstörer. Zumindest ist das kein schönes Gedanke. Aber wir wissen, wie es läuft. Selbst bei diesen seichten Gewässern, die wir da sehen, wird es irgendwo mal irgendeiner schaffen, und wenn es nur ein Kreuzer ist, da reinzuschippern und Action zu verbreiten. Ne? Ja. Zumindest bei dieser Passage, da könnte ein Kreuzer oder ein Zerstörer locker reinschippern und da drinnen richtig Action machen. Ja, all die anderen Flächen hier sind so seicht, so wie das aussieht, da bleibt man hundertprozentig hängen. Aber das sieht so nice aus, nur leider steht hier wirklich nicht, wie groß ist die Karte wirklich. Ich wüsste schon gerne. Das werden wir sehen, wenn das Update draußen ist, ne? Leider. Werden wir dann sehen. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten. Ja, Verbesserung der Kampfgruppen. Der Leak, der vor kurzem kam, für die, die es nicht wissen. Es wurde ein Leak gesetzt, dass nicht nur die Statistiken von Kampfgruppen verbessert werden. Nein, jedes einzelne Mitglied kann diverse Punkte erarbeiten, ne? Punkte kriegen durch ihre Aktivität und also besser gesagt durch ihre, ja, durchs Einloggen allein schon. Durchs Einloggen, aber durch Aktivität halt auch. So, da ist jetzt so ein gewisser Punkt. Es gibt Clan-Fahrzeuge. Ja. Es ist tatsächlich vorhanden. Clanfahrzeuge. Ja, naja. Ja. Also hier steht was, für je 200 RP wird ein Aktivitätspunkt gegeben. Ja, das ist natürlich, ne? Klingt jetzt,
Ja, nicht gerade viel und naja, gut. Warten wir einfach mal ab, wie das System wirklich wird. So, okay, man liest sich hier den ganzen Text durch und man weiß ungefähr grob, was auf einen zukommt. Aber hinterher sagt man sich ja, warten wir mal ab, wie es wirklich wird. Also das kommt mit dem großen Update rein und es werden halt drei Fahrzeuge sein. Einmal ein Flugzeug, das Corsair sehr ähnlich sieht. Ne? Ja. B4, nee, B48 Firecrest, ein Jagdbomber halt aus Rang 4. B48, also alles was mit B, da denke ich immer so automatisch an B34, B17, B29, diese Bomber von den Amis. Ja. Aber witzigerweise hat er hier die Kokarden der Briten, deshalb bin ich etwas irritiert. Kann natürlich sein, dass das, ja gut, das könnte hinkommen. Ne? Die bezeichnen ja ihre Flugzeuge manchmal etwas anders als die Amerikaner. Also sie kaufen was von den Amis, aber machen dann halt eine andere Werksbezeichnung. Dann haben wir hier noch einen Raketenpanzer, der von Chassis ähnlich sieht wie, wie hieß die nochmal, die Flak 163 von den Amis. Davon gab es, also von diesen, ja, ich sag mal so, von diesem Modell gab es verschiedene Ausführungen. Als Raketen, als Truppentransporter, als Flak und. Da gibt es viele Ausführungen. Heieiei. Ja, und wie wir sehen, ist es ein Raketenpanzer, ne? Ein interessanter mit dem Namen M9901 ITV. Ein amerikanischer AGM SPG Panzer halt auf Rang 6. Ich hätte den Rang 7 getippt, aber gut. Ja, und dann kriegen wir noch ein Schiff bei den Russen. Die SKR PR-35, also schon wieder so ein Projektschiff, ne? Mit wer weiß was für Türmen. Man sieht nur das Bild. Man sieht nicht genau, okay, das könnte eine Flak sein, das könnte auch eine schwere Kanone sein mit Doppel. Man sieht es nicht so genau, ne? Man kann es auf dem Bild nicht so richtig sehen. Und wie gesagt, also durch Aktivitätspunkte, Clans, die mehr Leute haben, kriegen das natürlich am schnellsten zusammen. Clans mit weniger Leuten, ja. Also, naja, aber wie gesagt, man kann halt diese Fahrzeuge erforschen und der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist, selbst wenn ihr irgendwann mal keinen Bock mehr habt auf den Clan, wo ihr seid, ne, und rausgeht, ihr behaltet diese Fahrzeuge. Ihr behaltet sie. Ihr behaltet sie. Das ist das absolute geniale Ding. Das wurde nämlich die ganze Zeit auch so in diesem Leak-Ding dann mit reingeschrieben, als Fragezeichen von wegen, ob man es behält, wenn man den Clan verlässt. Weil das hätte ja dazu, stellt euch vor, es wäre so. Ja, da muss man ewig bei den ein und selben Clan, wo man vielleicht nur noch Ärger und Probleme hat, bleiben? Ach komm. Das wäre, also ich bin aus einem anderen Clan damals mit ganz gewissen Gründen gegangen, weil die Leute dort mir zu unsympathisch wurden. Es wurde einfach zu, wie kann man das sagen, ohne jetzt die falschen Worte zu wählen. Ja, so fast wie Anarchie, versteht ihr? Es wurde schon langsam unangenehm. Das war, ja, nee, danke. Brauche ich nicht. Braucht kein Mensch. Daher, ja. Ja, da erwartet uns eigentlich ganz, ganz viel Zeug. Hier ist auch nochmal so ein Frage-Antwort-Spielchen von Gaijin. Also, da könnt ihr dann euch auch nochmal extra durchlesen. Naja, die Fragen sind halt, ne? Ja, wie zum Beispiel, wird der Spieler der Trainingsstaffeln RP erhalten können? Ja, sie erhalten RP. Also, ja, es ist einfach an diese Punkte wohl irgendwie zu kommen. Und ihr müsst noch nicht mal Clan Wars spielen, um diese Punkte zu kriegen. Ne? Also, naja, ist interessant. Warten wir es mal ab, wie es wird. Jetzt okay, für mich und meinen Clan ist das eher fast uninteressant geworden. Ne? Also ich sag mal so, es sind ganz nice, die Fahrzeuge. Vielleicht fange ich auch an zu erforschen. Aber ja. Ja, versteht mich nicht falsch, ich bin da nicht so ganz interessiert dran. Die Sachen, die man so bei Events gewinnen kann, das macht eher Spaß, ne? Aus meiner Sicht her. Aber gut, ich will euch jetzt da auch nichts reinreden und sowas. Freuen wir uns erstmal drauf, was da kommt. Es kommt ja so viel Zeug. Und wie gestern Abend, ich hab's schon wieder verpasst, ja, es tut mir leid, Leute, echt.
Ja, ich werde halt, ich habe mit jemandem Kontakt und alles, und über den bekomme ich öfters mal Infos gesagt, hier von wegen, du, der Devblock ist offen, aber der ist wohl irgendwie im Urlaub. Oder er hat mich vergessen. Der war eben, also nicht Devblock, der Dev-Server. Er war gestern nochmal offen. Tja, wieder Pech gehabt. Aber was soll's, guckt euch bei Impleet an, der war drauf, ich hab's mir anguckt, spitze geil, Impleet. Spitze, vor allem, ich freue mich auf den Leo. Leute, ich freue mich sowas auf den Leo. Endlich Leopard 2 A5. Es hat gedauert. Wir haben gewartet. Es ist einfach wunderschön. Aber bis wir ihn endlich fahren können, das dauert natürlich, poltern wir weiterhin mit Leo 1, zumindest ich zumindest, über die ja, über die Wiesen und Felder und weiß der Teufel was, und beschießt alles, was mir über die, ja, Flinte läuft, kann man sagen, vor die Flinte läuft, ne? Oder fährt, sagen wir so. Ja, aber trotzdem, ganz geiler Informationen sind rausgekommen, ganz geiler Kram hier, neuer, also. Vor kurzem hat ja noch jemand gemeckert von wegen, nur eine Schlachtkarte, ist das langweilig. Ja, jetzt hat er nichts mehr zu meckern. Hallo, zweite Schlachtkarte für die Schiffe. Ja, und die ist so riesig. Ich bin mal gespannt, was. Oh, boah. Da bin ich mal gespannt. Also, wenn euch das informiert hat, dann lasst einen Kommi da, lasst ein Like da oder ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und ja, dann sehen wir uns einfach mal beim nächsten Mal, ne, Leute. Bis dann. Ciao.